Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Marcel von Airgames, und wir spielen weiter Dragon Age The Veilguard. Also Dragon Age 4, vierter Teil, Fortsetzung von Inquisition, also wirklich direkt angeknüpft an Inquisition. Und ja, wir wollen jetzt den Alluvien betreten. Oh, wartet mal, wir haben hier noch hier was zu sammeln. So, und let's go! Auf der anderen Seite des Alluvien wartet sicher ein Dutzend Dämonen auf uns. Falls er uns überhaupt nach Alethan bringt. Sicher, dass ihr hierfür bereit seid? Selbstverständlich. Na dann? Wollen wir? Gehen wir es an. Alles ruhig? Das ist allerdings überraschend. Die Ritualstätte. Aber wenn die Götter entkommen sind, sind sie jetzt fort. Na dann sehen wir uns um. Vielleicht finden wir ja etwas. Strife, Irelin, ich bin's, Porter Harding. Harding? Was führt euch denn wieder nach Alethan? Das ist kompliziert. Was ihr nicht sagt. Rook, Neff, das sind Strife und Irelin. Varric und ich sind ihnen zu Beginn unserer Jagd nach Solus begegnet. Sie sind Schleierspringer, Experten für Altelfenmagie. Experten? Wohl kaum. Ich hab's ja nicht mal geschafft, dieses Artefakt abzuschalten. Tut mir leid, Tarith. Es ist nicht eure Schuld. Seit der Himmel aufgerissen ist, wogt die Magie hier auf. Artefakte, die jahrhundertelang geruht hatten, werden wieder aktiv. Das liegt an Fanharals, Verzeihung, an Solus Ritual, nicht wahr? Ihr alle wolltet ihn doch aufhalten. Wir haben Solus gefunden und verhindert, dass er sein Ritual vollendet. Nur ist dabei etwas schiefgelaufen. Die Magie ist außer Kontrolle geraten und Solus wurde ins Nichts gerissen, in eine Art Gefängnis. Während gleichzeitig etwas oder jemand anderes entkommen ist. Elganan und Gelenain, vermutlich. Mythalenast. Die Rückkehr unserer Götter, der Evernuris. Wenn diese beiden wieder auf der Welt wandeln, dann erklärt das so einiges. Wie zum Beispiel? Dass Artefakte nach Jahrhunderten wieder aktiv werden. Es bedarf dafür einer Quelle gewaltiger, magischer Energie, wie zwei unserer alten Götter. Könnt ihr uns irgendetwas über diese Götter erzählen? Solus mag vielleicht ein Bastard sein, aber verglichen mit den Evernuris, sagen wir einfach, sie waren nicht dafür bekannt, sonderlich gütige Herrscher gewesen zu sein. Solus hatte nicht grundlos gegen die Evernuris rebelliert. Und er hat sie auch nicht grundlos eingesperrt. Aber nun, da sie entkommen sind... Tarith ist in schlechter Verfassung. Wir müssen ihn zurück ins Lager bringen. Es werden immer noch Dutzende Schleierspringer vermisst. Wie können wir euch helfen? Wir müssen Belara Luther finden. Niemand kennt sich mit unseren alten Artefakten besser aus als sie. Und damit sie in die Luft zu sprengen.
Sie war gerade aufgebrochen, um nach einem anderen Artefakt zu suchen, als durch dieses Ritual alles aus den Fugen geraten ist. Wenn jemand all diese wilde Magie und die Artefakte, die durch sie aktiviert werden, in den Griff bekommen kann, dann sie. Also gut, dann bringt ihr euren Freund zurück in euer Lager, während wir Bellara ausfindig machen. Harding, kann ich euch bitten, bei Strife und Irelin zu bleiben? Was? Nein, ich komme mit euch. Ihr seid eine fantastische Schützin, Harding. Ihr könnt den Schleierspringern hier helfen. Sie brauchen euch. Na schön. Wenn sie mich tatsächlich brauchen... Wir treffen uns dann im Lager der Schleierspringer. Es liegt direkt südlich von hier. Bellara ist bei einigen Elfenruinen im Westen. Oder war es zumindest vor 3 Tagen. Ich an eurer Stelle würde dort mit der Suche beginnen. Viel Glück, Rook. Und danke. Bilde ich mir das nur ein, oder hat dieser Nebel wirklich etwas Seltsames an sich? Ich habe solchen Nebel noch nie zuvor gesehen. Hier stimmt irgendwas nicht. Okay, Okay. So, Tagebuch? Wie kriege ich hier Tagebuch angezeigt? Okay, wir haben verschiedene Levels hier schon mal. Tagebuch ist da unten. Mit dem Bereich, was bisher geschah, okay. Die Schleierspringer, eine verschiedene Truppe können der Gruppe hier helfen. Okay, du suchst den Bereich. Grafik sieht schon wirklich gut aus. Wirklich. Okay, diese Rüstung bewegt sich. Wir kriegen gleich ein Problem. Okay. Wie ist es nochmal mit dem... Nein! Ich habe ihn nicht getroffen, verdammt! Axt! Erwischt! Oh! Leute! Was macht ihr hier? Bellara? Bellara Luther? Strife und Irelin haben uns auf die Suche nach euch geschickt. Ja, und wer genau seid ihr? Nennt mich Rook. Nev Gerlis. Oh, ich kenne diesen Namen, aber... Laut Protokoll wird frühestens nach einer Woche ein Suchtrupp entsandt. Und ich bin erst seit 3 Tagen fort. Naja, die Situation hat sich verändert. Leider zum Schlechteren. Die Elfengötter Elganan und Gilenane sind aus Fenharils Gefängnis entkommen. Und wie es aussieht, wollen sie die Welt vernichten. Oh, ja, das ist definitiv eine Veränderung zum Schlechteren. Okay, also gut. Ich brauche eine Sekunde. Natürlich, es ist nicht leicht, das zu verarbeiten. Es erklärt auf jeden Fall so einiges. Wie was zum Beispiel? Den Anstieg roher Magie in der Gegend. Diese Artefakte haben schon vor einer Weile angefangen, aktiv zu werden, aber nur nach und nach. Dann ist vor ein paar Tagen der Himmel aufgerissen. Und jetzt? Rohe Magie. Dicht wie Nebel. Nur ein Gott oder Götter könnten das bewirkt haben. Das Ganze ist irgendwie aufregend und gefährlich. Wirklich gefährlich.
So gefährlich, dass ich eigentlich ins Lager der Schleierspringer zurückkehren wollte, aber... Aber was? Seht ihr diesen Schimmer? Das ist eine Schleierblase. Sie trennt uns vom Rest der wirklichen Welt. Sozusagen. Und sie ist nur in eine Richtung durchlässig. Ist man erstmal drin, kommt man nicht wieder raus. Das heißt, wir sitzen hier fest? So hatte ich mir mein Ende ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Ich mir meins auch nicht. Aber ich glaube, ich weiß einen Ausweg. Eine Blase wie diese? In ihrem Zentrum muss irgendetwas sein, das sie erzeugt. Irgendetwas Mächtiges. Wenn wir es finden und entfernen können, gefahrlos meine ich, sollte sich die Blase auflösen. Und dann sind wir wieder in der Realität? Das hoffe ich doch. Na dann, gehen wir. Alright. Ja, interessant. Was mir so aufgefallen ist, also was wollte ich jetzt gerade sagen? Die Grafik und die Gespräche, das ist halt, das passt irgendwie erstmal gar nicht ins Dragon Age Universum. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. So, da müssen wir hin. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber gut. Wir gehen erstmal diesen Weg. Checken mal ab, was es hier gibt. Wie merkwürdig, so weit hier draußen auf ein Lager zu stoßen. Wir haben überall in Arleth ein Lager. Also die Schleierspringer, meine ich. Man weiß einfach nie, wann oder wo die Magie plötzlich verrückt spielt. Okay, das wechseln wir. Also ich würde gerne nochmal... So, dann machen wir das. Hier kann ich... Ah, okay. Hier können wir... So, sie kann Zeit verlangsamen. Sie kann Eissturz machen. Genesung. Okay, sie kann heilen. Okay. Kristalle sammeln. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Okay. Ja, kann ich hier einfach rübergehen? Ich bin sehr gespannt auf die PC-Version auf jeden Fall, weil das sieht ja schon wirklich mega aus und ja. Okay, kann ich hier kleckern? Kann ich kleckern? Oder geht das? Ups. Okay, also das Klettern ist genauso dumm wie... Was stand da? Wertgegenstände? Okay, da... versucht, zu dem Artefakt im Zentrum der Blase zu kommen, es aber nie an diesen magischen Konstrukten vorbeigeschafft. Ein paar Dutzend Dämonen sollten kein Problem sein. Es sind Geister, keine Dämonen. Sie erfüllen diese Rüstungen mit Leben. Die Rüstungen wiederum sind auf das Artefakt eingestimmt, um es vor Bedrohungen zu beschützen. Oh, und ich vermute mal, es sieht in uns eine Bedrohung. Okay, wir können da hingehen, wir können aber tatsächlich nochmal hier gucken. Also ein bisschen abseits gehen, ein bisschen schauen, was es hier noch gibt. Komme ich da zufällig nach oben irgendwie? Warte mal, nee, ich hab von hier aus kommt da irgendwann nicht. Da ist mit Sicherheit irgendein Trick, um da hochzukommen. Wirbelt dieses Wasser tatsächlich einfach so durch die Luft? Wir nennen das einen Strudel. Solche Anomalien meine ich. Ich habe allerdings noch nie eine dieser Größe gesehen.
Da ist eine Leiter. Könnte ich denn da rein? Ja, es macht schon Sinn, ein bisschen außerhalb der Wege zu gehen, ein bisschen schauen, was hier sonst noch ist. Das Konstrukt hat mir ein Bein gebrochen. Wir radern eine Klinge in den Bauch erhalten. Wir können sie über uns auf der Brücke hören. Sobald sie weg sind, versuchen wir zu entkommen. Sie können ja nicht ewig auf uns warten. Könnte ich da in diesen Sprüngen reinspringen? Ja, ich glaube jetzt einfach ein bisschen ja, zu viel wahrscheinlich durch die Gegend. Was mich halt nervt, ist dieser Questmarker oben. Den muss ich auch mal deaktivieren. Ich lasse ihn erstmal noch an. Stimmt, hier war ein Weg, das weiß ich. Nicht gesehen werden. Auf der linken Seite. Ja, nehmen wir mal den Weg da nach oben. Also bisher finde ich das Spiel geil. Also es ist noch nicht so viel passiert, aber ich muss sagen. Alles klar, Dämonen, jawohl. Gefährten. Wähle mit R1 einen Gefährten. Alle Fähigkeiten haben eigene Sozialität. Okay. Sollten wir sie wohl erledigen? So, wie kam Holz machen. Was können wir noch machen? Ah, okay. So, Fertigkeiten öffnen. Ja, okay, das brauchen wir erstmal noch nicht machen. Machen wir später. Es lief doch ganz gut. Ah, okay, die können wir jetzt zertrümmern. Hier waren nur auch welche. Jetzt sind sie nicht mehr da. Okay, das ist der Tempel hier, oder? Habt ihr irgendeine Ahnung, was dieses Artefakt, nach dem wir suchen, sein könnte? Ich habe ein paar Theorien, aber nichts Handfestes. In den Ruinen könnte allerdings vielleicht was zu finden sein, das uns mehr verrät. Oh, ja, ja. Leben. Das Artefakt. Ich stoße normalerweise nur selten auf Elfenruinen, die noch nicht völlig ausgeplündert wurden. Naja, nicht viele Leute wagen sich derart tief nach Alethan hinein. Eigentlich nur Schleierspringer. Und ganz offensichtlich Leute, die versuchen, die Welt zu retten. So, Charakter. Okay. Irgendwas haben wir gerade gefunden. So, ich muss ja erstmal wirklich klarkommen. Karte ist das. Okay, Charakter. Okay.
Okay. Wisst ihr, was das hier mal war? Es könnte ein Tempel gewesen sein oder der Ort, an dem sie Lebensmittel gelagert haben. Aber angesichts der Behüter? Da war es vermutlich etwas Wichtiges. Na, wenn das mal kein Anblick ist. Moment mal. Ist das? Nein. Das kann nicht sein. Nicht hier. Was kann nicht sein? Wir müssen darüber. Das Artefakt, nach dem wir suchen, muss dort drin sein. Das Ganze hier kommt mir beinahe wie eine Waffenkammer vor. Oder irgendwas in der Art. Wieso sollte es so weit hier draußen eine Waffenkammer geben? Kriegsherrn, es gab unter den Altelfen eine Menge von ihnen. Okay. So, ich will nur mal kurz in das Charaktermenü gucken. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben das. Hier können wir nichts wechseln. Das ist auch noch. Ich meine, alleine die Waffe hier. Schau ich das mal an. Das ist. Was macht das? 400 Heilung? Okay. Ich weiß nicht, warum das hier so gesperrt ist. Aber okay. So, let's go. Kommen wir weiter. Vielleicht finden wir irgendwas Nützliches hier. Ja, ich laufe natürlich jetzt am Anfang überall in jede Ecke krieche ich. Komischerweise macht man das, glaube ich, immer am Anfang und dann lässt man viele Sachen aus. Hier war noch was. Kann ich das Tier hier? Ein bisschen Fleisch zusammen. Ich weiß nicht. Es führt kein Weg hinüber. Denkt ihr, wir schaffen den Sprung? Oh! Nein, wir können eine Brücke erschaffen. Es müsste hier irgendwo in der Nähe einen Energiekristall geben. Ja, ich sehe hier einen Energiekristall, aber. Okay, hier ist auch. Nehmen wir mal den hier. Hab ihn. Gut, bringt ihn her und setzt ihn ein. Na bitte, ein Kinderspiel. Okay, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Okay, in Inquisition haben wir Magier dafür gehabt. Die sind einfach hingegangen, haben ihren Zauberstab ein bisschen herumgewirbelt und ja, dann haben wir quasi die Brücke erschaffen. Ein Resonanzverstärker. Er leitet Magie von dem Ringtempel in dieses Gebiet ab. Wir kommen hier nur weiter, wenn ich ihn abschalte. Das wird allerdings alle unangenehmen Dinge anlocken, die sich hier rumtreiben. Wir sind bereit. Okay. Ja, dann machen wir es doch mal. Ja, was müssen wir jetzt machen? Ich habe gerade R1 gedrückt. Ach so, ist das hier? Okay. So, Angriffswarnung. Benutze Blö, um auszuweichen. An der Zeit in deinem Kampf und bevor du nur Angriffsweiche verteidigst. Okay. Alles klar. Dann let's go. Okay, da ist hier ein bisschen vom Auto. Alter. So, machen wir mal bei ihm. Die nehmen uns unter Beschuss. Okay, da oben
der letzte Rest magischer Energie. Der Weg sollte jetzt frei sein. Okay, so langsam komme ich mit den Kämpfen klar. Schönes System, auf jeden Fall. Gefällt mir mit dem, wo man halt aussuchen kann, was man was man machen möchte. So, hier war noch irgendwas zu looten, auf jeden Fall. Was? Bitte? What? Jetzt zerstören wir hier alles. Schade, dass es halt nicht mehr gibt. Okay, also es erinnert mich ein bisschen das Game an, muss ich sagen, an God of War. An die neuen Teile. Tatsächlich so ein bisschen vom Style her. Grafik. Immer wenn ich die Gesichter sehe, denke ich an Vanaya. So ein bisschen Disney. Es ist einfach schon ein bisschen anders. Also Origins zu, ich sag jetzt mal, Inquisition war schon ein Sprung und das hier ist definitiv noch ein Sprung. Man muss es mögen. Man muss damit klarkommen. Aber mir gefällt's. Bisher gefällt's mir nicht. Keine Ahnung, wo man da noch gehen sollte. Macht's überhaupt Sinn? Ich weiß nicht. Oh, da haben wir was. Hier da hat jemand kein schönes Ende gefunden. Selbst Magier haben mit den Artefakten hier Schwierigkeiten. Sie gehen davon aus, sie würden wie... Eine wetterbefleckte Nachricht. Wir haben den Archivgeist der Usurpator gefunden. Er ist nicht die Schöpfung des Schreckenwolfs, sondern von jemand anderem. Ihr könnt euch denken, von wem. Ihn zu entfernen wäre riskant, aber ihn zu belassen ebenso. Ich erwarte eure Befehle. Lord Elganan. Okay. Ihr wisst schon, normale Magie funktionieren. Aber sie sind anders. Die Magie ist irgendwie lebendiger. Okay, man findet hier wirklich ein paar Sachen. Okay. Verdammt! Noch ein Behüterkonstrukt. Alles klar, Freunde. So, was können wir machen? Ich würde sagen, wir verlangsamen die Zeit. Wir werden es erledigen müssen. Seht euch aber vor, wo eines ist, sind auch noch mehr in der Nähe. Okay, wie habe ich das gemacht? Zack, zack, zack. Okay, das ist cool. Ich find's immer wieder beeindruckend, solche Ruinen zu sehen. Gibt es hier irgendwas, das euch dabei helfen kann, rauszufinden, worum genau es sich bei diesem Artefakt handelt? Ich habe eine Theorie. Aber wir sind meilenweit von dem Ort entfernt, an dem dieses Artefakt sein sollte. So, erstmal holen wir uns die fette Truhe hier. Kriegsaxt. Okay, Okay, das heißt, wenn wir das wechseln. Problem ist, man ist dann halt nicht so schnell. Ich finde. Ach du Kacke. Hier sind echt viele davon. Okay. Diese Konstrukte! Das bedeutet, ich hatte recht! Recht womit? Damit, wo wir sind. Das hier ist eine Waffenkammer. Und ich glaube, ich weiß auch, was das Artefakt ist. Okay.
Okay, der geht wieder ab damit. So, warte. Alter, Digga, das war richtig fett. Das hat ein Combo und auf den Weg. So, jetzt müssen wir schauen, was können wir hier anrichten. Wir machen das. Alles klar. Was? Okay, die Waffe war doch gar nicht so verkehrt. So, wir... Okay, bevor wir da weitergehen... Also, wenn das hier eine Waffenkammer ist, was für ein Artefakt erwartet uns dann? Eine Waffe? Nein, ein Archivgeist. Ein was? Ein Geschöpf des Nichts, gebunden an einen Kristall. Die Altelfen haben sie genutzt, um Wissen zu speichern. Und ihnen beim Träumen zu helfen. Toll, jetzt ist die Tür zu. Ich komme ja nicht mehr raus. Alter, was? Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, ja, das machen wir dann... War das hier der Wolfstempel? Oder gehen wir in Richtung Wolfstempel? Das wäre jetzt noch die... Interessante Frage. Kann ich die Karte verkleinern? Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Abo, einen Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.